Moin, mein Name ist Erik Horster, ich bin Professor an der Fachhochschule Westküste mit dem Schwerpunkt Digitales Marketing und Tourismusmanagement. In diesem Video möchte ich Ihnen einmal zeigen, wie man das Conversion Tracking bei Google AdWords einrichtet. Sie gehen dazu hier auf diesen Werkzeugschlüssel und den Bereich Messung auf Conversions. Sie können dann über das Plus-Symbol eine neue Conversion anlegen und Sie werden jetzt hier gefragt, welche Art von Conversion Sie denn generieren möchten. Das ist einmal die Website, sehr klassisch und für unseren Kurs sehr geeignet. Dann ist auch die Möglichkeit bei App-Installationen auch innerhalb einer App Messungen vorzunehmen, also Erfolgsmessungen oder aber für Anrufe. Auch das ist sehr spannend im Bereich von mobilen Kampagnen, wo Sie eben dann auch Anzeigenerweiterungen für Anrufe, also Anruferweiterungen generieren. Auch hier können Sie ein Tracking entsprechend einrichten. Auch das wäre möglich. Oder aber Sie importieren Daten aus anderen Systemen und können die dann eben auch entsprechend hier importieren. Diese Bereiche werden wir jetzt nicht behandeln in diesem Video, sondern uns konzentrieren auf die Website, weil das auch der klassische Anwendungsbereich für die Conversions am Anfang ist, wenn Sie mit Google AdWords arbeiten. Sie können für die Conversion einen Namen angeben. Das wird in diesem Fall das Beispiel der Buchung sein. Es gibt verschiedene Kategorien, die Sie hier auswählen können und Sie sehen auch hier, also es gibt den Kauf und Verkauf, dann gibt es die Anmeldung beispielsweise zu einem Newsletter, eine Anfrage, also eine Kontaktanfrage oder eben der Aufruf einer wichtigen Seite. Das könnte beispielsweise eine Aktion sein, die Sie haben und wo Sie eben messen möchten, wie häufig wird diese Seite aufgerufen oder eben auch sonstige. Das sind etwaige andere Seiten, die für Sie wichtig sind und die Sie messen möchten. Aber hier geht es jetzt um den Verkauf und Sie können dann eben auch entsprechend einen Wert hinterlegen. Sie können diesen Wert entweder den gleichen Wert für jede Conversion geben. Das wäre eben der Fall, wenn Sie pro Kaufabschluss immer den gleichen Umsatz generieren. Dann können Sie hier eben eingeben, wie viel das denn sein soll. Beispielsweise Sie verkaufen jetzt in unserem Fall Rasenmäher und im Schnitt kostet ein Rasenmäher 300 Euro. Dann wären hier eben 300 Euro anzugeben, sodass Sie dann eben auch einen realen Wert in Euro im Vergleich zu den Klickpreisen erhalten können. Wichtig ist hier der Hinweis, dass Sie hier natürlich das auch wissen müssen. Das heißt, Sie müssen das abgleichen mit Ihrem Controlling. Ansonsten geben Sie hier Fantasiewerte ein, die dann eben in der Erfolgsmessung nicht mehr dem realen Kosten-Nutzen-Vergleich standhalten können. Sie können auch unterschiedliche Werte eingeben, das ist etwas komplizierter. Da würde eben dann der reale Wert je Kaufabschluss übergeben werden an das System, aber das einzurichten sprengt jetzt den Rahmen dieses Kurses. Oder aber Sie geben einfach keinen Wert an, dann wird eben nur die Anzahl der Conversion im Vergleich zu den Klicks gemessen. Auch das ist möglich. Wir lassen das in diesem Fall so und werden dann gefragt, welche Zählmethode denn ausgewählt werden soll. Also soll pro Klick immer nur eine Conversion gezählt werden oder gegebenenfalls auch mehrere. Ich empfehle hier einfach alle angeklickt zu lassen, denn wenn Sie jetzt mehrere Conversions eingerichtet haben und diese auch innerhalb von einem Klick ausgelöst werden, dann werden die auch gezählt und so ist es ja auch entsprechend gedacht. Die Frage ist dann noch, wie lang soll der Conversion-Zeitraum sein? Also es kann ja sein, dass jemand auf eine Anzeige geklickt hat und dann später erst einen Kaufabschluss tätigt. Beispielsweise bleibt jemand auf der Seite, macht den Rechner zu und geht am nächsten Tag nochmal zum Rechner und tätigt dann den Kaufabschluss. Dann würde das eben auch noch gezählt werden. Ähnlich ist es bei der Einstellungsoption Tracking-Zeitraum für View-Through-Conversions. Auch hier kann man eben nur die Impressionen
im Vergleich zu den Conversions anzeigen lassen. Hier empfehle ich 30 Tage auszuwählen. Das wäre also der Fall, wenn jemand gar nicht auf Ihre Anzeige klickt, sondern die lediglich eingeblendet wird und er dann entweder durch einen direkten Eintippen Ihrer Website eben auf Ihre Website gelangt und der gleiche Nutzer dann eben einen Kaufabschluss tätigt. Auch dann würde das gezählt werden und so hätte man dann hier eben an beiden Stellen den gleichen Wert, was die Vergleichbarkeit auch ganz gut macht. Dann haben Sie hier die Möglichkeit in Conversions einbeziehen. Das ist wichtig für die Gebotsstrategien, die ja auch in diesem Kurs nicht weiter verfolgt wurden, sondern nur kurz angesprochen wurde. Wenn Sie das hier aber ausgewählt lassen, dann ist es so, dass Google die Werte dieses Conversion-Trackings einbezieht in die Gebotsstrategien und die Gebotsstrategien entsprechend anpasst. Aber auch das können Sie hier angeklickt lassen. Aber ich empfehle eben im Anfang auch die Gebotsstrategien manuell zu erstellen und erst, wenn Sie mehr Erfahrung mit Google AdWords gesammelt haben, eben hier die Gebotsstrategien zu integrieren. Und dann ist es eben auch sinnvoll, wenn Sie ein ausgesteuertes Conversion-Tracking haben, dieses auch mit in die Gebotsstrategien einzubeziehen. Eine sehr spannende und neue Funktion ist das Attributionsmodell. Attributionsmodelle sind eben Modelle, in welcher Form Sie eben Conversions und Klicks messen lassen wollen, also welche Wertigkeit Sie einzelnen Klicks geben möchten im Verhältnis zu anderen. Auch das kann Google messen, indem Google eben misst, wie oft klickt jemand auf Ihre Anzeige, bis diese Person dann tatsächlich konvertiert, also bis sie einen Kaufabschluss tätigt. Und Sie können jetzt hier eben anwählen, welche Wertigkeit Sie dem jeweiligen Klick geben möchten. Das ist ganz spannend, weil es früher eben nur möglich war, den letzten Klick zu honorieren. Also das ist so der klassische Anwendungsfall. Das heißt, jemand klickt auf Ihre Anzeigen, aber erst in dem Moment, wo ein Anzeigenklick zu einem Kaufabschluss führt, erst dann wird eben diese Conversion in vollem Umfang dem jeweiligen Klick zugeordnet. Das muss ja nicht immer richtig sein, sondern es kann ja auch sein, dass Sie eben eine unterschiedliche Wertigkeit diesen Klicks geben möchten. Das können Sie dann hier tun. Sie können das positionsbasiert machen. Eine sehr schöne Möglichkeit, um eben den ersten und den letzten Klick besonders hoch zu honorieren mit jeweils 40% und die Klicks, die dazwischen liegen, eben aufgeteilt mit 20%. Sie können das im Zeitverlauf anzeigen lassen, linear, oder Sie können die Wertigkeit dem ersten Klick geben. Hier gibt es keine Heuristik oder keine Handlungsanweisung, wie das richtig ist für Ihr eigenes Produkt und für Ihre Messung. Hier ist es eben sehr stark davon abhängig, wie Ihr Produkt ist, wie viele Klicks Sie eben pro Kaufabschluss benötigen. Auch die Art der Conversion, also ist es eine Anfrage oder tatsächlich ein Kauf, macht hier einen Unterschied. Sie können das auch erst einmal hier linear auswählen und dann eben im Zeitverlauf schauen, wie sind denn die einzelnen Conversions entstanden und wie viele Klicks sind tatsächlich getätigt worden, wie hoch war der Umsatz der jeweiligen Conversion. Also das ist eben dann auch abhängig von den jeweiligen Erfahrungswerten. Sie können dann diesen Conversion generieren. Entschuldigung, ich hatte das hier schon einmal generiert, diese Art der Conversion. Das heißt, wir können hier auch beispielsweise den Namen Kauf einfach eingeben und dann fortfahren und bekommen eben dann hier ein sogenanntes Snippet, also ein Code, den man einbauen muss in die jeweilige Website.
Sie können das eben ganz klassisch im Seitenaufbau machen oder eben in dem Moment, wo jemand klickt. Also Sie können eine ganze Schaltfläche mit diesem Snippet generieren lassen. Der Klassiker ist aber, dass Sie eben diesen Snippet hier jetzt herunterladen. Da kommt dann eine Textdatei bei raus und diese Textdatei können Sie übergeben an Ihren Webadministrator, der das Ganze einbindet und zwar in der Regel dann auf die Dankesseite. Also wenn erscheint vielen Dank für Ihren Einkauf, dann kommt hier eben dieses Snippet eingebunden und das zählt dann Google halt. Also nur in dem Moment, wo die Buchung oder der Kauf abgeschlossen wurde, nur in dem Moment wird das Ganze ausgelöst und eben übergeben an AdWords, sodass Sie mitbekommen, wann eine Conversion getätigt wurde. Neu ist hier, dass Sie auch ein allgemeines Website-Tag integrieren müssen. Das ist wichtig zu wissen, dass Sie das eben dann auch Ihrem Website-Administrator weitergeben, dass auch dieses Snippet entsprechend eingebunden wird. Das sollten aber Web-Administratoren in der Regel wissen, wie das Ganze hier zu integrieren ist. Genau, und das war es dann auch schon. Das heißt, Sie können das Ganze dann abschließen und haben diese Conversion dann in Ihrer AdWords-Kampagne mit integriert und können sie entsprechend auch nutzen und auch die Werte, die dann dort entstehen, nutzen zur Erfolgsmessung.